Na, was haben wir denn hier Schönes? 12 Himmelskörper, alles klar. Die Routine, natürlich. VSS, Nullschub, keine High-Value-Planeten. Okay, und vielleicht sollten wir auch gleich mal die Möglichkeit nutzen, unsere Route nochmal zu überarbeiten. Denn ihr habt mir weitere Tipps zur Routenplanung in die Kommentare geschrieben. So, mal gucken, ob ich das jetzt noch zusammenbekomme. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Hier, Sterne. Allen voran, die Nicht-Hauptreihensterne müssen aktiviert werden für die Schweifis. Dann muss ich das auf die Route anwenden und dann muss ich hier nochmal neu kalkulieren. Das wird jetzt auf unserem kleinen Stück nicht viel bewirken, aber bei den nächsten größeren Touren. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. 3 Punkte waren es. Die Nicht-Reihensterne auf die Route anwenden und danach nochmal neu kalkulieren. Und falls das hier ausgegraut ist, Schweifboost rausnehmen, Schweifboost wieder reinschalten und dann ist es wieder ausgegraut. Eieiei. Vielleicht ist es so gemeint. Jetzt haben wir doppelt und dreifach nochmal die Route berechnet. Wir können weiter Richtung Hot Jupiter über HiMa. Licht an, Frameshift. Ist das ein Schweifi oder einfach nur ein sehr, sehr heller Stern? Nee, ist kein Schweifi, ne? Habe ich mir doch gleich gedacht. Einmal honken bitte. Gibt's hier was zu holen? Oh. Eins nach dem anderen. Ganz kurz eine Kurve fliegen. So viel Zeit muss sein. Treibstoffsammler. Treibstoffsammler. Stufe 2. Das kann man sich fast sparen, aber wie schon so oft erwähnt, ne, ganz ohne möchte man natürlich auch nicht losfliegen. Nullschub, VSS, ui. Uiuiui, das ist jetzt, naja, trotzdem nichts Relevantes. Wir können weiter. Wir wollen ballern. Endlich mal wieder mit der Diamond für gefertigte Materialien. Das wird super. Frameshift. Ach ja, stimmt, da wäre ja noch was. Etwas in Bezug auf Inara. Ich habe ja das letzte Mal in der letzten Folge theoretisiert, dass die blauen Einträge unter fehlenden Komponenten Tauschvorgänge innerhalb einer Linie und immer von rechts nach links wären. Ist nicht ganz richtig. Das bedeutet nur, dass der hervorgehobene Tauschvorgang innerhalb einer Zeile ist. Aber es wird trotzdem empfohlen. Das ist gut. Das ist gut für die Sachen, die wir bei Hot Jupiter jetzt bekommen können. Aber jetzt wollen wir doch erstmal gucken. Ist hier was Schönes? Was zum Mitnehmen? Ja. Erdähnliche Welt. Kennen wir die schon? Die nehmen wir natürlich mit. Leicht verdiente Kohle. So, du bist es, ne? Noch nicht erfasst. Wurde terraformiert. Das ist ja klasse. 119 Lichtsekunden. Gerne. Wo müssen wir hin? In welche Richtung? Ah, ist aber auch ganz schön heiß hier, ne? Hierhin sollen wir. Oh, scannen, vorsichtig. Nimm mal mit, die Erde. Ist gefährlich. Hotspur. Heißt da? Der Name ist bestimmt Programm. So, hier wollen wir hin. Und weiter scannen natürlich, wenn es geht. Na du, erdähnliche Welt, du. Hört schon was vor? Wie wär's mit ein paar Sonden? Gute Idee, oder? Party hart im Sondenstart. Flup, flup, flup. Jupp, dankeschön. Und schon sind wir quasi wieder weg. Auf der Zielgeraden. Dauert ja nicht mehr lange. Flupp, okay. Ausrichten. Und zurück auf die Route, bitte. Ah, na geht doch. Nochmal vorbeifliegen. Sieht sehr schön aus. Sollte geklappt haben, ne? Gleich kriegen wir die Meldung. Mit Effizienzbonus würde ich doch mal schwer hoffen. Flop-di-wop, Frameshift. Na, geht ja unsere Erfolgsserie gleich weiter an High-Value-Planeten, die wir schnell abfarmen können. Oh mein Gott, 58 Himmelskörper? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Ich glaube, ich habe noch nie so ein gut betuchtes System besucht. So, Sonne, flieg mal ein Stückchen weg von uns. Dankeschön. VSS, do your thing. Oh mein Gott, tatsächlich, Wasserwelt. Da sind wir dabei, die nehmen wir mit, sowas von. Na, wo hat sie sich denn versteckt? Das scannen musste ich die jetzt nicht, ne? Bist du die Wasserwelt? Nee, du bist eine Wassereiswelt, bist du.
Ist jetzt aber auch schwer zu sehen gerade. Also Wasserwelt. Ich tippe mal auf blau, aber... Ach, hier geht's weiter. Ach so, Entschuldigung. Mein Fehler. Du bist die Wasserwelt, ne? Ja, habe ich doch sofort gesagt. Nimm mal mit. Einmal wieder rüber. Wie weit bist du entfernt? 300 Lichtsekunden. Gute Nacht. Oh, ich habe den Einsatz verpennt. Mein Fehler. Mit Effizienzbonus. Wir können. Danke. Vielen, vielen Dank. Die Kohle geben wir natürlich in deinem Namen aus. Nächster Punkt auf der Route. Gleich hier vorne. Frameshift. Oh mein Gott, ich wollte ein cooles Bild schießen vor so einer Synthwave-Sonne und bin zu nah rangeflogen. Und wir sind aus einem Supercruise gekracht. Und nun ja, deswegen haben wir 1% strukturelle Integrität verloren. Aber das ist halb so schlimm, da vorne ist schon Hot Jupiter oder im Deutschen halt heißer Jupiter. So ausrichten, wir wollen dahin. Flupdiwupp. Ich glaube, wir müssen manuell raus, ne? Ich habe den Supercruise-Assistenten hier nicht aktiviert. Ist aber auch ein verdammt schöner Planet hier, dieser heißer Jupiter. Ein Synthwave-Gasriese oder so. Ist das in Ordnung? Na, ein Stückchen, komm schon. Manuell raus ist J auf der Tastatur und ich glaube T4 bei mir auf dem HOTAS. Ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten, ne? Das seht ihr ja außerdem. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da unten jetzt 99% steht. Ungünstig, ne? Na los, du fliegst schon ran. Hier soll die Luzi abgehen in Sachen Transporter. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir brauchen, um unsere... Ich guck mal ganz kurz, wir fliegen ja noch ein Stückchen, um unsere 27 leitfähige Polymere zu finden oder eben Tauschmaterial für diese. Das sehen wir ja Gott sei Dank. Aufgrund der fehlenden Komponentenübersicht. Also so langsam, ne? Könntest du jetzt hier mal anzeigen, dass ich aus dem Supercruise wieder raus kann. Mann, Mann, Mann. Das zieht sich ja. Na, können wir? Können wir? Jetzt! Flop. Oh, ganz sauber. Ich glaube, ich scanne erstmal die Boje, ne? Hi, hi, hi. Mal gucken, ob wir das Prozedere vernünftig hinbekommen. Scan abgeschlossen. Touristensignaldaten heruntergeladen. Kampfmodus. Seid ihr alle illegal? Aber es soll keine Strafen oder so geben, wenn man jetzt hier irgendwie... Rumballern. Orca. Töten. Nee, das mache ich nicht. Im schlimmsten Fall, naja, ich habe mir so gedacht gehabt, wenn hier nur tödliche Gegner oder so rumfliegen, dann sollten wir vielleicht, eventuell, mit der Kreid nochmal herkommen. Die Schilder können wir jetzt schon tunen, ingenieurstechnisch. Aber ich wollte einfach mal vorbeigucken, weil es so schön um die Ecke lag. Na, wo sind die denn bitte? Da hinten? Ja, ne? Da ist doch einer. Den sehe ich doch sofort. Totmann-Scanner schon mal auswählen. Ich habe das Prinzip noch nicht so hundertprozentig durchschaut in Bezug auf den Toten, also den T-Scanner. Aber das wird schon irgendwann. Ja, können wir abballern, ne? Ist das ein Transporter? Naja, ein Passagiertransporter. Hallo? Na, nicht abhauen. Nicht abhauen, mein Freund. Flop! Hi. Wo sind meine Laser? Hier. Laser! Entschuldigung. Hier sind meine Laser. Ach, ich brauche gar nicht Laser. Du hast gar kein Schild. Das tut mir jetzt echt leid, Mann. Das tut mir echt leid. Es muss sein. Es muss sein. Wir ballern dich einfach ab. Mit unserem Mehrfachgeschützen. Was verdammt gut gerade geht. Schön vor uns bleiben, mein Freund. Yay. Ach, ich laser trotzdem einfach. Ach ja, mehr Energie auf die Waffen. Da war ja was. Und ein bisschen Energie auf den Systemen lassen. Für die Schilder. Hey, stopp, wo willst du hin, Mann? Wir sind noch nicht fertig. Gib uns dein Kram. Verdammt nochmal. Deine Passagiere sind uns egal. Ziel zerstört. Jetzt fliegen wir erstmal rüber. Und gucken, was für ein Kram hier rumliegt. Hier ist der große Haufen. Ob sich das gerade ja annähernd lohnt. Und hier muss ich ja auch wieder schnippeln. Das dauert sonst alles zu lange. Wir müssen Sonden sparen.
Chemische Prozessoren, mechanische Komponenten, Elektrokeramiken, das ist doch gut. Suchen wir die nicht noch? Nee, aber wir haben sie mal gesucht gehabt. Schande, können wir alles sehr gut gebrauchen. Wieder raus da bitte. Wir wechseln auf die Sonden. Richtig, Luke aufmachen, nicht vergessen. Ich habe nichts anvisiert, ne? Ist die Luke offen? Hallo? Kann es sein, dass die Frachtluke keine Energie hat? Ja, warum auch immer. Wir haben noch das Mega-Kraftwerk hier drin. Das sollte alles kein Problem sein. Los! Kann ich jetzt? Frachtgreifer ausgefahren. Und Sonden. Drohne wird programmiert. Bis gleich. Vielleicht schicke ich doch zwei Sammler los und wir produzieren dann einfach neue, okay? Dann können wir 4 Touren machen und dann produzieren wir einfach neue Sonden. Das geht schon in Ordnung. Ich bemerke gerade, das ist echt viel Kram, der hier gerade rumliegt. Da waren keine Container dabei, oder? Nichts, was irgendwie Ladeplatz wegnimmt? Sehen wir ja gleich. Keine gültigen Ziele, das ist ja klasse. Luke zu. Wir fliegen wieder los. Nee, da ist noch, warte mal, stopp. Da kommt ja noch einer. Habe ich gerade nicht richtig realisiert. Aber jetzt, ne? Luke zu. Eingefahren. Wo sind die nächsten Ziele bitte? Wo ist die Beacon? Die Sogwolken könnte man auch scannen für Dart, aber nur, wenn sie nicht so weit weg sind. Und wenn wir uns jetzt nicht zu lange Zeit lassen, glaube ich, und nicht zu waghalsige Flugmanöver fliegen, dann bleiben uns da die Sonden erhalten. Aber ich sehe hier gerade kein anderes Schiff mehr. Heißer Jupiter, wir kommen zu dir. Ist oft die beste Devise bei solchen Touristenbeacons, um hier wieder neue Ziele irgendwie zu sehen. Aber wir sind gerade offensichtlich ganz alleine. Energie auf die Antriebe. Na los, wir haben nicht ewig Zeit. Sonden sind teuer. Also Sammler. Da hinter uns, umdrehen. Waghalsiges Manöver. Da vorne. Da war gerade ein gelber Zipfel. Habt ihr auch gesehen, ne? Ich glaube, ab dem nächsten Schiff steige ich erst wieder aus der Schwarzbände ein, wenn wir das nächste Ziel haben. Das macht die ganze Sache, glaube ich, so ein bisschen dynamischer. Ein bisschen fortlaufender. Flowiger. Bitte sei nicht tödlich und lass dich schnell töten. Was bist du? Wer oder was bist du? Wow, wow, stopp, was ist das? Ha! Was war das? Was war das zur Hölle? Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Schiff. Es war einfach nur ein Brocken oder so, ne? Ja, ich such mal eben, ne? Oh, direkt hinter uns. 2 Stück Touristenschiffe. Die kommen mir gerade recht. Hi, 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 hi. Du bist kompetent. Na ja, dann können wir umgehen. Oder wir gucken erstmal. Ist das hier vielleicht leichter verdientes Geld? Kompetent. Na gut, ist egal. Ne? Also erstmal T-Scan. Na, so habt ihr euch euren Ausflug ja auch nicht vorgestellt, glaube ich. Kommt schon. Hi, hi, hi. So, Energie auf die Waffen und auf die Schilder. So viel rumfliegen wollen wir jetzt gerade gar nicht. Können wir? Ein bisschen ranfliegen für mehr Power auf den Lasern. Hey, die Ratte, die einfach abgehauen. Ist die andere noch da? Die andere Ratte? Weiß ich nicht. Ich suche sie eben. Da hinten, da ist wer. Den holen wir uns. Für den Todmann-Scanner unter anderem. Bist du der andere Kompetente? Gesetzlos. Ich weiß gar nicht, ob ich den scannen muss, aber wir scannen ihn trotzdem. Wir machen ihn ein wenig Angst. Das ist psychologische Kriegsführung. Bist du das mit dem Frameshift? Das wäre echt ungünstig jetzt. Schieß! Na. Zieh's durch, Mann. Mehr Energie auf die Laser. Laser! Nicht abhauen. Oh, der ist doch bestimmt gleich wieder weg. Wir müssen sie schneller kalt machen. Gib ihm. Voll auf den Rumpf. Nein. Bleib hier. Wir brauchen die besseren Mehrfachgeschütze. Nachladen. Ja, stimmt, da war irgendwas, ne? Dass die Geschütze während des Ballern schon nachladen können irgendwie. Das wird sehr hilfreich sein, glaube ich. Näher ran. Vielleicht doch die Schrotflinten einbauen. Nicht weg. Flieg nicht weg. Ich laser weiter.
Ich laser auch weiter. Ich drücke auf Laser. Irgendwas lasert hier gerade nicht. Hallo, Laser. Oh, ich habe doch die ganze Zeit die Laser-Taste gedrückt. Wir ziehen es durch, Mann. Oh Gott, was die für eine Panik haben müssen hier. Oh Mann, okay. Ist okay, ist okay. Wir müssen halt schneller sein. Wo ist mein Sogwolkenscanner? So nah können wir doch gleich hier die Sogwolke mitnehmen. Ich habe doch hier bestimmt... Da ist er. Das sind auch wertvolle Daten. Die sollte man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Cool. Dankeschön. Wir machen uns auf die Suche nach dem nächsten Transportschiff. Oh mein Gott, eine gefährliche Hauler. Gesetzlos. Wie bitte? Du bleibst hier. Du bleibst hier, mein Freund. Oh, 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 der hat ja einen Punkt Verteidigungsgeschütz. Und die ist ganz schön agil, die Hauler. Aber wir haben auch das bessere Schiff, oder? Schießen, schießen, schießen. Gib alles. Ja. Nicht abhauen. Weh, du haust ab. Du Ratte, ich habe ein frisches Magazin extra eingelegt. Die letzten 12 Schuss einfach weggeballert. Runter auf Jupiter. Auf den heißen Jupiter. Oh, wow, 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 wow. Bleib hier. Was der kann alles. Der hat bestimmt Pedale oder so. Schön weiterballern. Das ganze Kontingent. Ah, ah. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder abhauen, bitte. Sonst muss ich das rausschneiden. Schieß. 8, 7, 6, 5, 4. Komm schon. Ja, genau. Aber wir haben ihn, ne? Nice. Kram, 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 kram. So, halbwegs in die Mitte fliegen, ein bisschen drüber. Ja, die Sonden schaffen das schon. Luke auf. Nicht das angewählt. Ach, brauchen wir gar nicht. Stimmt. Die sind ja noch da, die anderen Sammler. Bis gleich, ne? Yay, Beluga kompetent. Alle Energie auf die Waffen. Und er ist gesetzlos. Illegale Touristentransporte. Das mag ich überhaupt nicht. Schön ran, schön ran. Ich glaube, die Gesetzlosen brauchte man nicht scannen, ne? Da weiß man ja schon, dass sie gesetzlos sind. Aber gibt es da nicht trotzdem einen Boni? Weiß es nicht, aber die hauen jetzt ziemlich zügig ab, wenn ich sie vorher totmann scanne. Deswegen ziehen wir das so durch. Flop! Yay! Hast du Minen oder so? Ich hoffe nicht. Oh, er hat Minen! Oh Gott! Ratzfatz, runter auf 43%. Strahlenlaser Fehlfunktion. Also können wir das jetzt vergessen, ne? Oh mein Gott, das ging aber echt fix. Wir haben auch keine Station oder so. Oh, das habe ich überhaupt nicht einkalkuliert, dass wir hier Gegenwehr bekommen. Im Ernst. Ist hier eine Station? Ah, hier sind. Hier sind. Naja, jede Menge. Jede Menge Carrier. Ich check mal kurz Inara, ob ich da landen darf. Hier, bei Mining Commodities. Das Ding soll unabhängig sein. Okay, in welche Richtung müssen wir? Achso, die Aushängung. Ja, alles klar. Nochmal bitte. Bei Mining Commodities. Super Cruise aktivieren. Wir müssen hier hinter, ne? Ungünstig. Ne, da drüben. Alles klar. Einmal kurz ausrichten, bitte. Ja, wir müssen verdammt vorsichtig sein. Die haben offensichtlich Minen dabei. Wow, wie weit ist der bitte weg? Aber hier gab es noch mehr. Noch mehr Carrier, die näher dran waren. Das ist ein sehr komischer Name. Ich glaube, das Ding ist bestimmt... Ja, ich glaube, das Ding ist bestimmt unabhängig. Bei so einem Namen. Mal ganz im Ernst, ne? Flupp. Einmal wieder rüber. Im blauen Bereich regeln. Ist okay, aber erst ab 10 Sekunden. Mann, diese Minen. Das hatten wir doch schon mal. Wir haben was Ähnliches gemacht gehabt. Und da hat ein Transporter... Ich weiß gar nicht, was, eine T7 oder so... Genau das gleiche mit uns gemacht gehabt. Und das kam sehr überraschend. Mist, ey. Wir zerfetzen uns ja fast instant. So. Unterdrosseln bitte. Sollte doch kein Problem sein. Mal ganz kurz hier eben auftanken, Munition auffüllen und vor allem reparieren. Gas geben. Floppdiwopp.
Kommunikation vorbereiten. Hi, hi, hi. Keine Kommunikation in der Nähe. Keine, nein. Warum denn nicht? Keine Kontakte in der Nähe. Warum nicht? Ich kann hier nicht anfunken. Ungünstig. Wir nehmen den nächsten. Hier drüben ist noch einer. Frameshift. Bis gleich. Verdammt, der vierte Carrier und ich kann die einfach nicht antelefonieren. Das ist sehr merkwürdig. Das hat wieder wahrscheinlich damit zu tun, dass ich im Einzelspielermodus oder so spiele. Wir müssen woanders hin. Wir müssen nach Kahun. Da gibt's eine Station, eine kleine. Ich glaube, das ist ein Sprung oder so. Vielleicht sollte ich mir dieses System mal als Lesezeichen abspeichern, damit ich nachher nicht hier wild rumtippen muss. Einmal bitte vorne. Hodge. Jupiter. Ja, hallo. ER. Die ER-Taste hat geklemmt. Ich weiß auch nicht warum. Favoriten natürlich. Das ist ein sehr wichtiges System für uns in Zukunft. Wir wollen nach Kahun jetzt aber erstmal. Ach genau, stimmt, da waren wir auch schon mal. Wegen eines Ingenieurs, glaube ich. Höchstwahrscheinlich. Gehe ich mal jetzt von aus. Frameshift. Frameshift. Hallöchen, Popöchen. Die Kühe natürlich auch hier. Wir sind wieder im Analysemodus. Wo ist mein E-Honk? Schicke Sonne. Sehr schicke Sonne. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir schon mal hier waren, dann haben wir bestimmt alles High-Value-mäßiges mitgenommen, aber hier ist nichts weiter. Okay, so, wo ist denn jetzt die besagte Station? Es ist eine kleine Station, ne? Nehmen wir doch die hier, die ist näher dran, ne? Super Cruise-Assistent. Ausrichten. Und einmal bitte haarscharf an diesem heißen Himmelskörper vorbei. Was? Wie bitte? Ich kann auch diese Station nicht anfunken. Aber warum denn nicht? Ist das ein Bug oder so? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz das Spiel neu starten. Vielleicht hätten wir ja doch bei den Carriern landen können. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Ach so, meine Sensoren sind im Eimer. Deswegen kann ich nicht telefonieren. Aber da kann man was machen, habe ich gerade gelesen. Hier, Neustart, reparieren. Legt das Schiff samt aller Module still. Kaputte Module werden auf Kosten funktionierender repariert. Das ist ja toll. Mach mal. Yay, und da sind sie wieder, meine Sensoren. Oh, wir können bestimmt jetzt auf den Carrier landen. Na, die Probe aufs Exempel. Ja, Landerlaubnis. Wie gut, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Ne? Wir kriegen die 2. Aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Wir kommen natürlich von der falschen Seite rein, wie immer. Und ihr wisst, was das bedeutet. Klappe ist ja, wir müssen von der Klappe rein. Ne? Die Zahl muss hinten stehen. So, boosten. Hier lang, genau. Und dann einmal bitte drehen. Jetzt. Salto. Nice. Gegenboosten. Da ist jetzt die 2, ne? Gib alles. Herrlich. Wie realistisch, Mann. Das ist echt irre. Schon mal ein bisschen abbremsen. Nicht übertreiben. Fahrwehr. Ja, klasse. Gut abgebremst. Wir können auf den Carrier landen. Wir brauchen zum Nachladen und Reparieren nicht das System wechseln. Das wird gut. Das wird klasse. Und dann wieder Transporter für Transporter. Ein bisschen mehr. Ja, ping, ping. Ausrichten. Absetzen. Reparieren. Auffüllen. Alles gemacht. Da können wir vielleicht noch ein paar Daten verkaufen, wenn wir schon mal hier sind. Ist gut möglich, dass wir demnächst zerschossen werden. Aber das passiert. 2 Mille, 2,8 Mille sogar. Nice, zurück nach Hot Jupiter. Limpets.